Herzlich willkommen zu unserem geistlichen Impuls am Ostersonntag. Dieses Jahr kein Osterspaziergang in der Früh von Klaas Wipper nach Kupferberg, kein Ostergottesdienst in der Kirche, kein Osterfrühstück in großer Runde mit gebastelten Überraschungen der Frauenhilfe und liebevoll dekorierten Tischen. Inmitten so vieler Neins feiern wir Ostern. Ostern, das ist ein großes Ja. Ja erlebt. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist erstanden, das Licht kehrt zurück, das Leben siegt über den Tod. So entzünden wir auch heute unsere Osterkerze und tragen das Licht der Auferstehung in die Kirche, damit unsere Herzen vom Licht der Hoffnung erfüllt werden. Meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freude vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Neues Leben, wir wollen es so gerne glauben. Neues Leben, wir wollen es so gerne sehen. Neues Leben, wir wollen es so gerne erfahren. Herr, erbarme dich. Gott spricht, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Lasst uns beten. Lebendiger, du willst, dass das Leben sieht. Mache uns lebendig. Befreie uns aus unseren Ängsten. Hol uns aus unserer Starrheit. Gib Dankbarkeit und Freude in unser Herz. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Osterevangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen.
spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Die österliche Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi berühre euer Herz und lasse euch aufstehen gegen das Dunkel und die Leblosigkeit dieser Welt. Amen. Was ist das für eine wundersame und auch wunderbare Geschichte, die sich da am Ostermorgen ereignet. Das Grab war leer, doch keiner und keine von denen, die das erlebt haben und erfuhren, hat wirklich verstanden, was da geschah. Wie sollten sie das auch verstehen? Hatten sie nicht Jesus am Vortage des Sabbat, 2 Tage zuvor, in das Felsengrab gelegt und einen großen Stein vor das Grab gewälzt? Und nun, der Stein war weg und der Leichnam auch. Verwirrt und voller Fragen gehen alle zurück in die Stadt. So bleibt Maria Magdalena allein am Grab zurück, traurig, mit schwerem Herzen, die Augen blind voller Tränen und Trauer. Nicht einmal den Leichnam ihres Lehrers und Freundes hat sie mehr, um ihm eine letzte Ehre zu erweisen und ihn zu salben. Auch der Blick in das offene Grab und ihre Begegnung mit den Engeln kann sie nicht trösten. Was soll sie damit auch anfangen? Engel, das mag ja sein, aber wo ist ihr Herr und Lehrer? Gute Botschaft, das ist ja ganz schön. Aber was ist mit dem, den ihr Herz sucht? Leere. Nicht nur das Grab ist leer, auch ihr Herz und ihre Gedanken. Wo ist er nur, Jesus, den ihre Seele sucht? Sie dreht sich um und im Gehen begegnet ihr einer, den sie so nicht erwartet. Und weil unsere Seele ja nur das wahrnimmt, was sie versteht, was wir in Gedanken für wahr halten, sieht sie nicht, wer ihr da begegnet. Ein freundlicher Mann offensichtlich. Mitfühlend fragt er: Frau, warum weinst du? Was ist der Grund deiner Tränen? Schluchzend verdächtigt sie den, der sie fragt. Einer muss es ja getan haben. Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Maria wendet sich ab, den Blick in Trauer gefangen.
Nichts und niemand scheint ihre Seele erreichen zu können. Es wird der Ton, die Stimmlage, der Klang seiner Stimme gewesen sein, mit dem er den Namen, ihren Namen, wie schon viele Male vorher aussprach: Maria. Nur er kann ihren Namen genauso sagen. Nur er hat diesen liebevollen Unterton. Kann sie dem glauben? Kann sie ihren Ohren trauen? Sie wendet sich um und fasst kaum, was sie sieht. Er ist es. Und so antwortet ihre Seele. Und auch sie findet ganz sicher die Töne, mit denen sie ihren Namen immer schon aussprach, den er in ihrem Herzen hatte. Rabuni, mein Lehrer. Was selbst die Engel nicht vermochten, kann dieses kleine Zwiegespräch. Zwei Namen im Wechselgesang ausgesprochen und Maria öffnet ihre Seele und versteht: Jesus lebt, er ist auferstanden. Sie läuft auf ihn zu und will ihn umarmen, ihn begrüßen. Doch er weicht zurück. Nein, berühren kann sie ihn nicht. Die Wirklichkeit, der Maria hier begegnet, übersteigt unser menschliches Verstehen. Vielleicht, weil wir keine Worte und keine Bilder dafür finden. Berühren, das geht nicht. Berühren können sich hier nur ihre Seelen, im Aussprechen ihrer Namen, im Austausch der Gedanken. So sendet Jesus sie. Geh aber hin zu meinen Geschwistern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria wird zur Apostola Apostolorum, zur Apostelin der Apostel, wie der Kirchenvater Augustin sie nennt. Sie ist die erste Zeugin der Auferstehung und die, auf deren Erleben unser Glaube sich gründet. Und so läuft sie los, die Botschaft zu überbringen, voller Lebensfreude, in ihrem ganzen Sein von der guten Botschaft erfüllt. Sie läuft los und bringt diese Botschaft in den Kreis der Jüngerinnen und Jünger. Der Herr ist auferstanden. Ich bin ihm begegnet. Ich habe mit ihm gesprochen. Und die Jüngerinnen und Jünger? Sie mögen erst einmal gezweifelt haben. Was sagst du? Mach es nicht doch noch schlimmer. Kann das wirklich wahr sein? Und doch, Maria Magdalena hat den Kreis der Trauer durchbrochen. In den Gesichtern keimt Hoffnung, die Zuversicht der guten, überwältigenden Botschaft. Der Herr ist auferstanden und ich bin ihm begegnet. Die Jüngerinnen und Jünger werden dem Ruf des Auferstandenen folgen und nach Galiläa gehen, dorthin, wo alles begonnen hatte. Dort werden auch sie ihm begegnen und so zu Apostelinnen und Aposteln, zu Sendbotinnen und Sendboten Jesu werden, die die gute Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod in alle Welt hinaustragen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Thank you.
uns Fürbitte halten. Gott, wir wollen hören, dass das Leben siegt. Höre unsere Hoffnung. Städte, die zerstört sind, werden wieder aufgebaut. Menschen, die gedemütigt werden, erheben ihre Häupter. Stimmen, die vor Hass gebebt haben, reden freundliche Worte. Alles, was da niederliegt, erwacht zu neuem Leben. Lass es von dir geschehen, Gott, und ein Wunder sein vor unseren Augen. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist Ostern. Jesus war tot und siehe, er lebt. Weil Jesus den Tod besiegt hat, lebt die Welt neu auf. Gerade in diesen Wochen wird uns diese Botschaft noch einmal ganz besonders deutlich. Egal was geschieht, Jesus ist stärker als alle Krankheit und Pandemie, als alle Einschränkungen, als alle Konflikte in Familien und zwischen Völkern. Ja, stärker als der Tod. In dieser Botschaft wissen wir uns verbunden mit allen, die an Jesus glauben, überall in der Welt, wo man von seinem Tod und seiner Auferstehung spricht und singt. So wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund und behütet. Es ist Ostern. Steht auf und geht den Weg, den Gott euch leiten will. Steht auf und vertraut, dass Gottes Licht mit euch geht. Es ist Ostern. Die Botschaft von der Auferstehung berühre euer Herz und helfe euch, die Steine von euren Herzen Gott zu Füßen zu legen und euer Herz von Gottes lichter Liebe berühren zu lassen. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.